Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Zwei sehr interessante Leaks habe ich heute für euch, die sehr, sehr zuverlässig sind. Da können wir uns auf jeden Fall schon dran festhalten. Zum einen die Care Package Waffe. Wir wissen, dass die Spitfire rauskommt und man hat jetzt eine Weile lang gedacht, dass keine reinwandert, weil die 301 war sehr hoch im Kurs, landet in den Replikator und auch die Rampage, die war hoch im Kurs, weil sie 1:1 mit der als LMG für die Spitfire ein perfekter Austausch gewesen wäre, landet ebenfalls in den Replikator. Also landet eine völlig andere Waffe, mit der ich tatsächlich nicht gerechnet habe, dass sie dort reingeht. Die landet jetzt ins Care Package. Und scheinbar kommt immer noch nicht meine heißgeliebte G7 zurück, was mich nach wie vor mega, mega ärgert. Und das Interessanteste für dieses Video ist, was sich noch alles im Ranked-System ändert. Ich habe für euch die kompletten Kosten. Was kostet ein Ranglistenspiel? Wie ändert sich die Punkteverteilung? Und auch bei den Belohnungen gibt es ein bisschen was Neues, was ich interessant finde, wo aber noch nicht rauszulesen ist, für welche Waffe das passiert, werdet ihr gleich sehen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich jetzt schon denken. Ich blende euch jetzt erstmal die aktuelle Ranked-Punkte-Verteilung ein. Und ich sehe auch schon Haken. Also ich bin mir sicher, dass Leute, die im Allgemeinen viele Kills in Ranked machen, stark belohnt werden für dieses ganze System. Und alle, die Schwierigkeiten haben ab einer gewissen Höhe, werden wahrscheinlich benachteiligt. Das ist meine feste Überzeugung, wenn ihr euch jetzt gleich die ganze Verteilung und den ganzen Spaß anguckt. Ihr werdet es verstehen, wenn ich ja relativ weit am Ende meiner Erklärung angekommen bin. Wie gesagt, ihr seht hier erstmal die Punkteverteilung für Rangliste Season 12. Und ich blende euch jetzt die Kosten. Moment, das war das falsche Bild. Die Kosten pro Ranglistenspiel ein. Und da wird euch sofort etwas auffallen, eine Änderung, die ich extrem begrüße, die aber meiner Meinung nach mit der Punkteverteilung der Kills sich wahrscheinlich beißt und fast plus minus null vielleicht bei vielen ergeben würde, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Ihr seht auf der rechten Seite, Bronze, Silber, Gold und so weiter hatten ja immer dieselben Kosten. Also du steigst auf, dann kostet es eben bei Gold 24, auf Platin dann 36 und die ganze Platin-Session von 4 bis 1 kostete das 36. Und jetzt ändert sich zwischen den Unterrängen in den einzelnen Klassen tatsächlich sogar die Kostenverteilung oder die Kosten pro Match. Und das ist eine Änderung, die ich extrem feiere. So könnte es auf jeden Fall für viele ein bisschen länger dauern, sich hoch zu ranken, dass man den Rank Grind auf jeden Fall länger genießen kann. Das wird nicht jeder geil finden. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig coole Änderung. Wir starten einfach mal bei Bronze. Natürlich ist zum Start von Bronze, wenn wir ganz von vorne anfangen würden, die erste Runde kostenlos. Logisch. Du musst ja erstmal Rankpunkte aufbauen, damit du welche verlieren kannst. Und sobald du dich so ein bisschen etabliert hast, ein paar Punkte hast, fängt es bei Bronze 4 schon an, dass eine Runde 15 Ranked-Punkte kostet. Und wenn ihr euch jetzt mal guckt hier die Verteilung, in den alten System oder in dem aktuellen System, da hat eine Silberrunde, sorry fürs Stottern, eine Silberrunde schon 12 Ranked-Punkte gekostet. Und jetzt kostet eine Runde auf Bronze 4 schon 15. Und jede Zwischenstufe steigert sich die ganze Geschichte um 3 Punkte, sodass wir von Bronze 4 15 auf Bronze 1 24 Punkte bezahlen müssen. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf Dia gucken, Dia war damals oder jetzt aktuell noch 48 Rankpunkte. Jetzt kostet dann eine Dia 4 Runde 63 Punkte und jetzt kommt noch ein Clou dazu. Dazu mache ich mal kurz hier meine Hackfresse wieder rein. So ein bisschen. Ranked Demotion soll tatsächlich kommen. Wer nicht weiß, was es ist, im letzten Video habe ich es erklärt oder einer der letzten Videos haben viele an der Kontroverse mit teilgenommen, viele Kommentare für die Änderung in Ranked. Ranked Demotion bedeutet, du könntest theoretisch von Dia 4 auf Platin 1 zurückgerankt werden. Oder
Platin 4 auf Gold 1 und so weiter. Es kann aber sein, dass ab Gold Ritze ist, dass du nicht bis Silber oder Bronze zurückgerankt werden kannst. Es kann sein, dass da irgendwo ein Cut ist, da ist dann eine Grenze. Wie genau oder ab wo die Grenze ist, ob es eine Grenze gibt, kann ich nicht zu 100% sagen. Aber ich weiß, dass gerade viele von euch in dem letzten Ranked-Video über die Änderungen das extrem gefeiert haben, dass eben genau dieses Ranked-Demotion kommt, denn dieses, wie ihr es so schön nennt, Hardstack DR4, Hardstack Platin 4, die ganzen Brainless People, die sowieso nicht über diesen Vierer-Rang hinauskommen, weil sie einfach zu schlecht sind, die starten dann, haben nichts zu verlieren, man konnte ja nicht auf Gold oder auf Platin zurückgerankt werden, wir heizen einfach Brainless irgendwo rein, Hotzone oder irgendwo, wo noch viele andere landen und gehen denen so richtig auf den Sack, Taktik gleich null, Hauptsache riskieren und das wird wahrscheinlich dann zumindest ein Stück weit ein Ende haben, weil die dann einfach Hardstack DR4 zum Beispiel sind, sofort zurück auf Platin 1 gerankt werden. Und so geht man vielleicht nicht ganz so brainless in eine Runde. Das könnte das auf jeden Fall verhindern. Warum ich aber der Meinung bin, dass sich das jetzt alles noch ein bisschen beißt, was jetzt aber nichts mit dem D-Ranked zu tun hat oder Ranked Demotion, sind die Punktekosten. Und da bin ich der Meinung, das beißt sich ein Stück. Wir haben uns jetzt in Season 12 darüber beschwert, dass es relativ einfach ist, in den Rängen oder zwischen den Rängen aufzusteigen. Es war quasi für viele noch nie so einfach, vielleicht mal Dia oder Master zu erreichen. Und jetzt schaut euch mal oben, ich mache das Bild einfach mal ein bisschen größer, bevor ich euch die Belohnungen zeige, zumindest was jetzt in den Belohnungen neu ist. Wir kriegen, wenn wir eine bestimmte Platzierung erreichen, von 1 bis 14, diese Punkteverteilung bleibt 1 zu 1 gleich. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, es wird weniger. Und anstatt die Punkte pro Kill zu reduzieren, werden sie noch angehoben. Und das finde ich ein bisschen crazy. Schaut euch mal an. Aktuell bekommen wir für Platz 1 pro Kill 15 extra Ranked Punkte bis maximal 6 Kills. Jetzt sind es auf einmal für Platz 1 25, für Platz 2 23, für Platz 3 20 und so weiter und so fort. Viel erklären muss ich da nicht. Das macht für mich keinen Sinn und ist meiner Meinung nach eher eine Belohnung für die Leute, die es einfach extrem gut drauf haben. Natürlich, wenn die ganzen extremen Freaks, die auf Master- oder Predator-Niveau sind, die sind dann ganz schnell, ganz weit weg und zerstören unsere Lobbys nicht mehr. Ist natürlich auch wieder positiv. Aber für mich zum Beispiel in Platin oder Dia ist das nicht selbstverständlich, mal eben 5 Kills zu machen. Da habe ich auch manchmal dran zu knabbern. Ich brauche dementsprechend natürlich ein Stückchen länger. Oder wenn ich es völlig verkacke, verliere ich natürlich auch mehr Punkte, weil die Zwischenränke natürlich auch mehr Punkte kosten. Ob das jetzt so geil ist, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, aber im Allgemeinen feiere ich die Änderungen dennoch. Aber ob sich das hier ein bisschen beißt, auf einmal für Kills den Multiplikator noch anzuheben statt zu reduzieren, müssen wir mal sehen. Müssen wir auf jeden Fall in Season 13 sehen, wie sich das entwickelt. Und jetzt gucken wir uns mal ganz unten in diesen einzelnen Rängen an, was es an Belohnungen gibt. Und ihr werdet sehen, dass wir ab Stufe Gold eine Waffenkosmetik kriegen. Wir kriegen quasi einen Waffenskin. Für welche Waffe ist natürlich unklar, inwieweit er sich bis Predator ändert, dieser Skin. Ob das dann immer dieselbe Waffe ist oder immer derselbe Skin, was ich nicht glaube. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Ist auch eine coole Neuerung. Und auch für alle, die das immer noch nicht wissen, Dive Trial gibt es ab Diamant, den erspielt ihr jetzt in Season 12, bekommt den für Season 13 oder eben hier schematisch für Season 13. Ihr erspielt euch in Season 13 von mir aus Master und bekommt ab Season 14 den Master Trial und verliert den aber in Season 15 wieder. Ganz, ganz wichtig. Mir fällt ein, bei der Punkteverteilung gibt es noch eine Besonderheit. Mal abgesehen davon, dass es scheiße teuer ist im Vergleich zu Season 12, weil wir bei Master schon 15 Punkte mehr bezahlen, weil es nämlich damals 60 oder aktuell noch 60 waren und auch Predator damals 60 waren. Predator kostet am anfänglich 75 Ranked-Punkte und erhöht sich alle 1000 Ranked-Punkte um 5 Punkte. Also wenn du ein extrem guter Master-Spieler bist, hast du wahrscheinlich auch irgendwann zu knabbern extrem viele
Punkte zu grinden. Also wie gesagt, ich finde die Änderung im Punktesystem ganz geil, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob sich die ganzen Punkte mit dem Multiplikator auf die Kills beißt. Und was auch noch nicht feststeht, bleiben die 6 Kills oder 6 Assists. Keine Ahnung, ob das angehoben wird auf 7, 8, 9, 10, 15, 5 vielleicht reduziert. Ich habe keine Ahnung. Und kommen wir zur Mastiff. Zack, die Mastiff kommt ins Care Package. Mit dieser Waffe habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass die ins Care Package wandert. Sie war ursprünglich von Season 0, ich glaube bis Season 3 oder so. Oder Season 4, ich bin mir nicht ganz sicher. War sie eine Care Package Waffe und ist seitdem aber nicht wieder im Care Package gewesen. Meiner Meinung nach, ist wirklich nur meine Meinung wahrscheinlich, viele denken da anders, ist das so die stärkste Shotgun. Ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht reingeht, weil wenn schon eine Shotgun, dann die Mastiff. Ich spiele selten Shotgun, aber die Mastiff spiele ich von allen 3 Shotguns oder von allen 4, Mosambik mit inbegriffen, spiele ich die am liebsten. Leider, wie gesagt, kommt die G7 noch immer nicht zurück und wer genauso hofft wie ich, dass die G7 zurückkommt. Ich habe den Verdacht, in Season 14 kommt sie dann zurück, denn jede Care Package Waffe, die irgendwann mal Floor Loot war und ins Care Package ging, blieb, glaube ich, bin ich mir relativ sicher, maximal 3 Seasons. Wir sehen es an der Spitfire, die war jetzt genau 3 Seasons drin. Kommt jetzt in der theoretisch 4. endlich wieder zurück. Ich begrüße das. Und deswegen denke ich auch, dass die G7 in Season 14 zurückkommt. Ich hoffe es zumindest. Das würde mir auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß in Apex Legends bringen. So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Es ist spät. Ich habe noch ein weiteres Video im Petto, eventuell haue ich das heute Abend noch raus. Da geht es um die Zukunft von Apex Legends in Bezug auf den Release von neuen Legenden. Und morgen gibt es ein Video über die mobile Version, worauf ich mich auch schon sehr, sehr drüber freue. Diese beiden Videos sind schon im Kasten. Nur durch diverse Informationen wie diese hat sich jetzt das ein oder andere Video noch ein bisschen verschoben. Könnte sein, dass das ein oder andere sich noch weiter verschiebt, weil wir sind kurz vor Season 13. Da könnte noch eine Menge passieren. Jetzt halte ich endlich meine Schnauze. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bin auf eure Kommentare gespannt. Haut's rein. Und das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.